Moin, Quicklick Nummer 7. Eigentlich eher ein kleiner Groove und ein kleiner Effekt namens Stolper die Polper, weil das Ganze mit Subdivisions so arrangiert ist, dass der Groove klingt, als wenn man sich aufs Maul legt, also ein bisschen nach vorne stolpert. Check das mal aus. Jetzt kommt die Klassiker-Ansage. Die komplette Lesson mit PDF zum Download findet ihr bei Drumtrainer Online. Und zwar findet ihr einen Link dazu hier in der Beschreibung. Die meisten von euch kennen das wahrscheinlich schon. Und Stichwort PDF. Da könnt ihr auschecken, was es jetzt mit diesem Subdivision-Wechsel auf sich hat. Ich habe da mal für die, die da vielleicht noch nicht so fit sind, damit die dieses Ding aber auch spielen können, zwei Vorübungen aufgeschrieben. Und zwar seht ihr bei dem ersten Beispiel einen halben Takt Achteltriolen notiert und dann direkt im Wechsel einen halben Takt Sechzehntel. Das Ganze vom Sticking, die Achteltriolen mit rechts, links, links, rechts, links, links und dann die Sechzehntelnoten rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, also Doubles. Das brauchen wir nämlich gleich dann auch für die Verteilung in dem Groove. Und das ist eine super Übung, um mal diesen direkten Wechsel zwischen triolischem Feel und Sechzehntel, also binärem geraden Feel, üben zu können. Das brauchen wir nämlich, um diesen Stolpereffekt zu erzeugen. Das spiele ich jetzt erstmal nur auf der Snare ganz langsam mit dem Metronom vor. Der nächste Schritt bei den Vorübungen ist jetzt nur, dass wir bei den Doubles mit den Sechzehnteln in der zweiten Takthälfte die rechte Hand doppeln mit der Bassdrum. Wir haben also rechts, links, links, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links. Und die rechts, rechts von den Doppelschlägen der Sechzehntelnoten werden gedoppelt mit der Bassdrum. Und mit der dritten kleinen Vorübung nähern wir uns jetzt schon dem kompletten Groove beziehungsweise dem, was später in dem Groove vorkommt. Und zwar verkürzen wir die Sequenz der Triolen. Wir spielen nur noch drei Achteltriolen am Anfang. Und zwar spielen wir die rechte Hand auf der Hi-Hat und dann den Doppel-Links auf der Snare-Drum. Dann kommt schon direkt eine Sechzehntel-Sequenz, aber nur noch zwei Sechzehntel. Wir haben also nur noch den Rechtsteil dieser Double-Strokes sozusagen, rechts-rechts. Und zwar direkt rechte Hand auf der Hi-Hat, gedoppelt mit der Bassdrum. Dann kommt eine Achtelpause, dann haben wir die erste Takthälfte fertig, also ein Ta-Ta, zwei E und, das und ist Pause. Auf der 3 haben wir ebenfalls eine Pause und auf 3 und eine Hi-Hat. Auf 4 dann eine Viertelnote mit der linken Hand als Backbeat. Das könnte quasi dann schon unser Groove-Backbeat sozusagen sein. Also rechts, links, links, rechts, rechts, Achtelpause, Achtelpause. Rechte Hand, Hi-Hat und auf 4 der Backbeat mit der Snare. One triplet, two and three and four and 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 one triplet, two
and three and boom and one leg two and three and boom and. Jetzt habe ich im zweiten Durchgang mal ein Beispiel gespielt mit so einem programmierten Klick, wo die Stimme die Subdivision mitgesprochen hat. Das ist ein ganz kleiner, ganz guter Tipp, glaube ich. Da kann man ein bisschen besser diesen Wechsel wirklich mal üben und hören, ob man da tight auf dem Beat auch noch ist, wenn man zwischen Achteltriolen, Sechzehnteln und dann auch diesen Pausen wechselt und so weiter. Dann kommen wir jetzt mal zu den Stolper-Grooves. Da könnt ihr euch das erste Beispiel mal angucken. Da wende ich diese Sequenz jetzt auf Zählzeit 2 und an. Das könnte natürlich auch woanders im Beat sein, aber ihr könnt ja mal gucken. Also ich habe 1 und noch normalen Groove, Bassdrum, Hi-Hat, 2, normaler Backbeat und dann auf 2 und fängt diese Sequenz an, rechts, links, links, jetzt als 16-Triolen natürlich. Dann auf Beat 3 die 2/32, eine 16-Pause und auf und diese Hi-Hat. Und dann geht es normal weiter mit dem Backbeat auf 4 und 4 und mit einer Hi-Hat noch. Das wäre die Variante, so wie es aus der Vorübung analog übertragen ist. Dann habe ich noch eine zweite Variante aufgeschrieben, wo ich diesen Stolper-Effekt zweimal einbaue. Also es geht auf der gleichen Zählzeit los, auf 2 und mit rechts, links, links. Die 2/32, 16. Pause. Und dann auf und, aber keine Hi-Hat, sondern nochmal dieser Stolper-Effekt mit der gedoppelten rechten Hand und der Bassdrum. 2/32 Noten und dann der Backbeat auf 4. Das ist eine kleine Variation, dann hat man diesen Stolper-Effekt halt zweimal. Hört euch das mal in Ruhe an. 1, 2, 3, 4. Jo, also als Quicklick diesmal die Stolper-Grooves. Ich spiele das im Outro jetzt nochmal etwas schneller vor, auch mit dem Klick. Beide Variationen, also einmal stolpern, zweimal stolpern, da könnt ihr euch das nochmal anhören, wie das etwas schneller klingt. Verabschiede mich aber schon mal und würde mich freuen, wenn ihr bei dem nächsten Quicklick wieder dabei seid. Bis dahin, ciao. 3.